Sobald Sie das Angebot vorliegen haben, ist alles zum Versenden bereit. Die Sendungserstellung erfolgt schneller und reibungsloser, wenn Sie Absenderinformationen, Ladungsdetails und Versanddokumente zur Hand haben. Halten Sie diese also griffbereit, bevor Sie fortfahren. Okay, beginnen wir mit dem Formular zur Sendererstellung. Überprüfen Sie hierzu zunächst die Richtigkeit Ihrer Versanddetails, indem Sie auf Mehr Anzeigen klicken. Anschließend brauchen wir Informationen zum Versender und Empfänger. Je öfter Sie Shipper Freight nutzen, umso leichter wird dieser Schritt. Diese Felder werden sich mit der Zeit mit Empfängern füllen, die Sie in der Vergangenheit eingegeben haben. Falls Sie sich erst kürzlich bei Shipper Freight registriert haben oder mit einem neuen Empfänger zusammenarbeiten, müssen Sie diese Daten neu eingeben. Uns liegen bereits einige Informationen zu Ihrer Sendung aus dem Angebot vor. Hier benötigen wir jedoch ein paar weitere Details. Klicken Sie auf den Plus-Button, falls Sie verschiedene Sendungsarten versenden wollen. Teilen Sie uns mit, wann Ihre Sendung zur Abholung bereit ist. Unser Kalender wird dem Datum entsprechend die kürzeste Versanddauer für Sie berechnen. Erscheint das Datum grau, ist es für Ihre Versandart, Ihr Versandziel oder aus einem anderen Grund nicht verfügbar. Haben Sie zu diesem Teil Fragen? Klicken Sie auf das Chat-Icon unten rechts. Wir freuen uns, Ihnen behilflich zu sein. Teilen Sie uns mit, wenn Sie mit einem bestimmten Zollbeamten zusammenarbeiten möchten. Andernfalls wird Shipper Freight diese Aufgabe für Sie übernehmen. Es folgen zwei optionale Felder. Sollten Sie spezifische Anweisungen haben, wird das Shipper Freight-Team diese minutiös berücksichtigen. Sind Sie sich bei den Lieferbedingungen unsicher? Keine Sorge, ein Shipper Freight-Mitarbeiter füllt dieses Feld für Sie aus. Entsprechend dem von Ihnen angegebenen Herkunfts- und Bestimmungsort, den Lieferbedingungen und dem Ort, an dem Sie die Sendung erstellt haben, werden wir Versandinformationen erhalten. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Versand wissen müssen. Außerdem stellen wir auf diese Weise sicher, dass Ihre Sendung planmäßig und pünktlich Ihren Zielort erreicht. Laden Sie Ihre Versanddokumente hoch und stimmen Sie unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Der nächste Schritt ist die Bezahlung. Wir senden Ihnen gleichzeitig eine Kopie Ihrer Buchungsübersicht zu. Sie ist ebenfalls über das Alarm-Icon oben rechts auf Ihrem Bildschirm abrufbar. Wir bieten Ihnen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an. Hierzu mehr in unserem nächsten Video.